Hallo, hier ist Frau Theine. Ich möchte den Hauswirtschaftsunterricht durch den Lockdown jetzt nicht ausfallen lassen. Und deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe Rezepte rausgesucht, die werde ich euch zukommen lassen und die koche ich euch einmal vor, nehme das als Video auf, damit ihr eine kleine Anleitung und Hilfestellung habt und ihr kocht die dann entweder alleine für euch oder für die ganze Familie nach. Ganz wichtig, bitte vorher immer Mama oder Papa oder eben derjenige, der für die Küche verantwortlich ist, fragen, ob ihr das dürft oder ob diejenigen euch vielleicht helfen können, wenn ihr denn die Hilfe braucht, damit keine Ofenhandschuhe oder sonstiges in Brand gerät. Und sonst habe ich versucht, mir Rezepte auszusuchen mit Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause haben sollte, wo man nicht extra in den Supermarkt rennen muss, die besonders teuer sind. Ja, ich hoffe, ihr bekommt das ganz toll hin. Ihr seid ja eigentlich schon kleine Küchenprofis jetzt in den 5 Monaten geworden. Und ihr habt viel Spaß und euch schmecken die Gerichte. Heute machen wir etwas Süßes, nämlich einen Apfelstreuselkuchen. Dafür braucht ihr eine Backform. Ich habe jetzt mich für eine Backform entschieden mit 18 cm Durchmesser, weil ich nicht sehr viele Kuchenesser bei mir zu Hause habe. Damit kriegt man 6 Portionen. Wenn ihr viele Kuchenesser bei euch in der Familie habt, dann macht doch einfach die doppelte Portion und dann kann man einen 26er Durchmesser für die Kuchenform verwenden. Ihr braucht eine Schüssel zum Kneten, eine Waage, einen Mixer mit Rührstäben, Backpapier, 125 Gramm Apfelmus oder Apfelkompott. Das mag ich persönlich lieber, da sind noch kleine Stücke drin. 3 Äpfel. Ich habe mich hier für die Sorte Brebeurn entschieden. Die sollen nämlich süß und ein bisschen säuerlich sein. Zudem brauchen wir 140 Gramm Margarine, 215 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz und 2 Teelöffel Zimt. Wofür ihr euch optional entscheiden könnt, aber das ist mein kleiner Geheimtipp, ist noch ein bisschen Vanillepudding dazu zu nehmen. Und zwar, den arbeiten wir in den Kuchen ein. Den kann man fertig kaufen oder natürlich frisch herstellen. Los geht's mit dem heißen Abwaschen der Äpfel. Im nächsten Schritt müsst ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr die Äpfel mit Schale im Kuchen haben wollt oder ohne Schale. Ich esse sie gerne mit Schale, also lasse ich sie dran. Dann muss ich nur noch die Äpfel jetzt in mundgerechte kleine Stücke schneiden. Ihr fangt damit an, einmal den Apfel zu halbieren. Dann viertelt ihr den Apfel. Und jetzt sollten wir hier das Kerngehäuse rausschneiden. Das kann man machen, indem man hier schräg ansetzt und schräg nach unten schneidet. Und wenn dann immer noch etwas da ist, nimmt man den Apfel in die Hand und geht hier mit einem Gemüsemesser, Hauptsache es ist ein wenig scharf, und schneidet das Kerngehäuse raus. Danach könnt ihr den Apfel so hinlegen und ihn in mundgerechte Stücke schneiden, so dass man den gut essen kann. Jetzt brauchen wir unsere Rührschüssel und eine Waage, die wir mit der Rührschüssel einmal auf 0 stellen. Zunächst wiegen wir jetzt 115 Gramm Mehl in der Schüssel ab. Dazu kommt eine Prise Salz. Danach kommen jetzt 75 Gramm Margarine zu diesem Mehl-, Zucker- und Salzgemisch. Dazu kommen 20 Gramm Zucker, die ihr jetzt noch abwiegt.
dieses ganze Gemisch aus Zucker, Margarine, Mehl und einer Prise Salz könntet ihr jetzt mit eurem Rührgerät und diesen Knethaken, weil es eher ein fester Teig wird, verkneten. Ich mache das allerdings sehr, sehr gerne mit meinen Fingern und werde das deshalb jetzt auch machen. Der Teig hat jetzt eine solche Konsistenz, also so ein bisschen noch bröselig, definitiv nicht flüssig, aber eigentlich schon gut zusammengeknetet, dass es zusammenhält. Der ist jetzt vielleicht nicht so süß, wie ihr sonst einen Teig kennt, aber das machen wir gleich mit den Äpfeln alles weg. Da es jetzt nicht mehr lange dauert, bis wir den Kuchen schon in den Ofen schieben können, heizen wir jetzt einmal den Backofen schon vor. Wir brauchen jetzt bei Umluft 175 Grad. Für den nächsten Arbeitsschritt brauchen wir jetzt einmal unsere Kuchenform und ein Backpapier. Und wir legen jetzt das Backpapier auf den Boden der Kuchenform. Und spannen den Backring darum, um den äußeren Rand jetzt noch etwas einzufetten, damit das sich auch gut lösen lässt am Ende. Nehmen wir jetzt ein bisschen Margarine und einen Pinsel. Theoretisch kann man auch die Finger nehmen und streichen die Ränder mit ein bisschen Margarine ein. Sodass da eine kleine Fettschicht außenrum ist. Unsere jetzige Aufgabe ist es, den Teig einmal in die Backform zu bekommen und den nicht nur auf dem Boden zu verteilen, sondern auch einen schönen hohen Rand für den Apfelkuchen hinzubekommen. Ihr holt den Teig heraus und jetzt braucht ihr am besten einen Esslöffel. Damit kann man den Teig nämlich ohne große Matschereien gut festdrücken. Ihr seht, ich versuche erst die Außenwände mit Teig zu bedecken. Achtung, die Ecken sind immer besonders gern mit viel Teig. Versucht das hier gleichmäßig hinzubekommen und nachdem die Wände stehen, kann man sich dem Boden widmen. Versucht es wirklich gleichmäßig hinzubekommen, damit es überall gut durchgebacken werden kann. Jetzt brauchen wir eine Gabel und machen in den Boden Löcher rein, damit er beim Durchbacken auch unten schön durchbackt. Jetzt an dieser Stelle kommt mein kleiner Geheimtipp, den ihr auch gerne weglassen könnt, wenn ihr den nicht mögt. Ich tue jetzt auf den Boden dieses Teiges einmal so viel Vanillepudding, dass der komplette Boden bedeckt ist. Mal schauen, wie viele Esslöffel das sind. Ah, noch einer, dann ist das schön verteilt und der wird dann nicht trocken beim Backen und unten hat man dann eine schöne cremige Füllung. Das müsstet ihr also mit so einem ganz kleinen abgepackten Vanillepudding auch hinbekommen. Jetzt vermengen wir die Äpfel mit noch ein bisschen Zucker und zwar 25 Gramm sollen wir hier nehmen. Und dazu kommt jetzt das Apfelmus oder der Apfelkompott. Hier tut ihr, wie angegeben, 175 Gramm rein. Also insgesamt müsstet ihr auf 200 Gramm am Ende kommen. So, das verrührt ihr jetzt schön. Und dann haben wir auch schon unsere Füllung fertig, die wir
jetzt hier einmal reinfüllen können. Schön verteilen, auch ein bisschen nach unten drücken. Wow, das geht sogar genau auf nach dem Rezept. Das ist gut. So, und jetzt müssen wir als letzten Schritt noch die Größe für unseren Apfelstreuselkuchen machen. Ich habe meine Schüssel in der Zwischenzeit einmal ausgewaschen und sie auf die Waage gestellt, die Waage wieder auf Null tariert. Und jetzt brauchen wir die Zutaten für die Streusel. 65 Gramm Zucker. 65 Gramm Margarine. 100 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Zimt, gestrichene. Und diese Mischung müssen wir jetzt zu Streuseln verkneten. Streusel geben wir jetzt hier über den Apfelkuchen. Und falls ihr auch noch so große Stücke wie ich hier habt, versucht ihr das so klein zu bröseln mit den Fingern, indem ihr den Teig einfach dazwischen nimmt und so hin und her bewegt. Allerdings sind große Streuselteilchen auch ganz lecker, wenn ich euch das sagen darf. So, und die Streusel, die dürfen auch ruhig gleich so den Kuchen bedecken, dass das wie so eine kleine Haube aussieht und man nur noch wenige bis keine Äpfel mehr sieht. Das Ganze schieben wir jetzt einfach auf mittlerer Ebene für 50 Minuten in den Ofen, den wir ja schon bei 175 Grad vorgeheizt haben. Zeit, um aufzuräumen! So, mein Wecker hat geklingelt, die Küche ist inzwischen aufgeräumt und wir holen unseren Apfelstreuselkuchen jetzt einmal aus dem Ofen heraus und schauen, wie der geworden ist. Es duftet auf jeden Fall schon richtig toll nach Zimt. Und es ist ein richtig leckerer Kuchen geworden. Der sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und ihr müsst den jetzt einmal komplett auskühlen lassen. Und erst nachdem er kalt geworden ist, können wir die Schnalle hier am Backring einmal lösen und den Teig vom Rand dann auch einmal lösen. Man kann jetzt theoretisch noch unterschiedliche Sachen vorbereiten, wenn man das denn mag. Man könnte schön Puderzucker mit Zitrone anrühren, also einen kleinen Zuckerguss herstellen und dann hier schön weiße Streifen draufziehen, wenn man das hübsch findet. Man könnte aber auch ganz einfach eine Packung Sahne nehmen und den Apfelkuchen mit Sahne essen oder ihr genießt diesen Kuchen einfach so pur. Ich hoffe, ihr habt auch so ein tolles Ergebnis rausbekommen und wünsche guten Appetit. So, der Kuchen ist schon fast ausgekühlt und ich bin jetzt einfach zu neugierig und werde einmal hier die Klinge öffnen
Und dann müsst ihr einfach mal schauen, ob sich der Rand löst oder nicht. Ich glaube, bei mir sieht das ganz gut aus. Ta-ta-ta-ta. Den Kuchen werden wir jetzt einmal auf eine solche dekorative Kuchenplatte stellen. Falls ihr keine Kuchenplatte habt, ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr einfach einen flachen Teller nehmen oder vielleicht habt ihr ja auch Tupperware für Kuchen. Tada! Das unnötige Backpapier werden wir jetzt einfach an der Seite wegschneiden. Ein größeres Messer und dann geht ihr in die Mitte und guckt mal, wie ihr ihn auseinander bekommt. Ach, bei mir fühlt er sich noch ein bisschen weich an. Sofort am besten einen Kuchenheber benutzen, damit uns das Ganze jetzt nicht komplett zerbröselt. Und dann geht ihr hier unter das Stück hier Kuchen. Ach. Versucht bitte in die Mitte zu kommen. Und so sieht der Kuchen jetzt von innen aus. Dadurch, dass ich mich für den Vanillepudding entschieden habe, ist er jetzt unten recht flüssig noch mit dem Boden. Ich mag das allerdings ziemlich gerne, weil unser Teig ist sonst sehr trocken. Aber das ist Geschmackssache. Ich zeige euch noch einmal kurz den Apfelkuchen, das Stückchen, was wir rausgeholt haben. Das sieht jetzt ein bisschen grob aus, also ist jetzt nicht der feinste Apfelkuchen. Aber dafür haben wir leckere Apfelstückchen. Ich probiere mal. Mit Zimtgeschmack und Streuseln obendrauf. Und ich hoffe, euch schmeckt das Endergebnis, auch wenn es nicht wie in der Top-Patisserie aussieht. Viel Spaß!